Hallo zusammen und willkommen. Beim Intervallfasten wird für mehrere Stunden auf Nahrung verzichtet. Nach dem Fastenintervall darf dann nach Herzenslust gespeist werden. Der Wechsel zwischen langem Nahrungsverzicht und intensiver Nahrungsaufnahme soll Herz, Leber und Gehirn entlasten und auf natürliche Weise beim Abnehmen helfen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Kommen wir zurück zu den Vorteilen. Nummer 1, der Insulinspiegel sinkt. Die ständige Zufuhr von Nahrung überfordert den Insulinspiegel. Die Folge ist die sogenannte Insulinmast, bei der die Bauchspeicheldrüse fast dauernd Insulin ausschüttet, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten. Dadurch wird wiederum der Fettaufbau gefördert. Zudem erschöpft sich die Bauchspeicheldrüse und das Risiko ernsthafter Erkrankungen wie Pankreatitis oder Bauchspeicheldrüsenkrebs steigt. Während der Fastenphase beim Intervallfasten sinkt der Insulinspiegel. Gleichzeitig steigt die Konzentration des menschlichen Wachstumshormons an, wodurch beispielsweise der Muskelaufbau beschleunigt wird. Anstelle des klassischen 16:8 Fastens, bei dem auf 16 Stunden Fasten 8 Stunden normale Ernährung folgen, eignet sich auch ein Ernährungsverzicht nach dem alten Sprichwort: morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler speisen. Nummer 2, Intervallfasten hilft beim Abnehmen. Beim Intervallfasten schaltet der Körper in den höchsten Fettverbrennungszustand. Nicht nur baut er Fett ab, er startet auch essentielle Reparaturprozesse, reguliert den Hormonspiegel und verbessert die Zugänglichkeit zum Körperfett. Beim Intervallfasten muss der Körper über 12 oder 16 Stunden auf Nahrung verzichten. Spätestens nach 12 Stunden Fasten schaltet der Körper auf Fettverbrennung um, damit ihm weiterhin ausreichend Energie zur Verfügung steht. Dabei baut er zuerst das Fett im Bauchbereich ab und senkt dadurch die Gefahr für Organverfettung, Schlaganfall und Herzinfarkt. Nummer 3, entspannter Einschlafen. Während des Schlafs können Körper und Geist entspannen. Die Verdauungsprozesse laufen jedoch weiterhin und verhindern, dass der Körper sich wirklich komplett ausruhen kann. Wer 16 Stunden auf Nahrung verzichtet, bringt die körperlichen Prozesse zur Ruhe. Ähnlich wie bei einer Maschine ist die Ruhephase notwendig, um Reparaturprozesse einzuleiten und sozusagen den Organismus zu warten. Mediziner empfehlen, vor dem Zubettgehen maximal ein kleines kohlenhydratarmes Abendessen einzunehmen. Außerdem hilft ein kurzer Verdauungsspaziergang, den Körper fit und zufrieden zu halten. Nummer 4, mehr Energie ohne Verdauungsprozesse. Ähnlich wie Stress und Unzufriedenheit kosten auch die Verdauungsprozesse viel Energie. Bleibt die Verdauung aus, steigen die Energiereserven des Körpers. Man fühlt sich glücklicher, was auch durch die verstärkte Ausschüttung von Glückshormonen während der kurzen Fastenperioden unterstrichen wird. Intervallfasten kann vor allem Allergikern helfen, die auf bestimmte Lebensmittel allergisch reagieren. Wird über einen gewissen Zeitraum auf die Nahrungsaufnahme verzichtet, kann auch das Immunsystem sich ausreichend erholen. Nummer 5, Intervallfasten ist gut für das Herz. Intervallfasten kommt auch dem Herz zugute. Das ist umso wichtiger, da Herzkrankheiten die häufigste Todesursache sind. Beim Fasten werden Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Entzündungsmarker, Blutzuckerspiegel, Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin gesenkt, wodurch das Risiko für Krankheiten des Herzens reduziert wird. Außerdem wird der oxidative Stress im Körper abgesenkt. Dadurch wird wiederum die Resistenz gegenüber freien Radikalen erhöht. Wenn zu viele dieser Stoffe im Körper entstehen, kommt es zur Entzündung und in der Folge zu Erkrankungen. Die Folge? Der Körper altert vorzeitig. Längere Fastenperioden können demzufolge die Alterungsprozesse verlangsamen und auch kurzfristige Effekte zeigen, etwa auf die Haut, die nach den Fastenphasen erholt und jünger aussieht. Nummer 6, ein geringeres Diabetesrisiko. Beim Intervallfasten werden verschiedene körperliche Prozesse aktiviert. Einer davon ist die Regulierung der Blutzuckerwerte. Intermittierendes Fasten hat also eine Senkung des Blutzuckerspiegels zur Folge. Wie verschiedene Studien zeigen, kann dadurch das Risiko für Diabetes Typ 2 gesenkt werden. Menschen, die bereits an Diabetes leiden, sollten Ernährungsumstellungen immer in Rücksprache mit einem Ernährungsmediziner durchführen, um keine Gefahren einzugehen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.